brauche jetzt eine Kiste da. Die gerne... Kann ich das nicht einfach so machen? Ich hätte gerne alle Leichen hier und dann stelle ich das Rezept einfach immer um. Oder brauchen die teilweise auch Wasser oder Leichtöl oder was weiß ich zum Zerlegen? Hat er da irgendwas geändert? Ja, die brauchen Wasser. Die normalen Leichen, das ist nicht so gut. Nur die tollen Leichen brauchen Schwefelsäure. Ja gut, dann lassen wir einfach alle tollen Leichen hier einsortieren. Das wären Big Kings, Big Spitter Kings, Queens, Spitter Queens, Berserker, es wird eng mit dem Platz. Berserker Spitter, Elderbiter. Was, das war schon, ne? Also wir hatten klein, mittel, groß. Berserker, check. Elder, check. King, Queen. Fehlt denn nicht noch irgendwas? Berserker, Elder, King, Queen. Nö, fehlt nichts. Okay, also alle hier rein. Und dann hier reinlegen. Und du zerlegst bitte die Dinger so. Pollution Cleaning. Und wir warten. Achso, eine Ausgangskiste brauchst du noch, ne? Ja. Die sollte rot sein. Ja, jetzt zerlegst du ganz langsam die Leichen und wir kriegen die Chunks daraus oder so, mal das sind. Bau bitte. Oh, sehr gut. Mehr davon. Also Stahl scheint sich ein bisschen zu erholen. Eisen ist immer noch 5,3. Kupfer. Ja, das ist gut. Das ist gut. Also wir haben es momentan hinbekommen, dass alles wieder stabil ist. Also relativ stabil. Was jetzt halt das Bottleneck ist, wie man so schön sagt, sind die grünen Chips. Und wenn ich die erhöhe, also noch eine Fabrik baue, dann bricht wieder alles zusammen. Das heißt, ich sollte erstmal schön viel einlagern, sollte dann dafür sorgen, dass mehr abgebaut wird und erst dann das Ganze expandieren. Weil zusammenbrechen ist immer nicht so schön. So. So, du bist auch schon leer. Dich setzen wir woanders. Haben wir hier kein Ärmchen dran gebappt? Nö, habe ich verpennt. Und ihr habt... Ah, ihr habt Effektivitätsmodul, das ist gut. Einfach mal hier random so ein Licht hin, damit hier bestimmt so ist. So. Öltanks sehen okay aus. Forschung dauert eine ganze Ecke. Aber ich denke, jetzt morgen früh, also wir können jetzt schon fast loslaufen, versuche ich die Basis da am besten zu knacken. Wir haben jetzt 23 Slowdown-Module. Das sollte für eine Weile reichen. Also eine Weile da im Kreis laufen. Und wir haben nicht mehr die Würmer, die noch extra Schaden machen. Aber dafür halt sehr vieles bitter. Das ist schon garstig. Ja, das Turmmuster, ne? Ich brauche unbedingt mehr Ruheboards. So, hier fehlt noch eine Reihe Türme, ne? Ja, eine Reihe Mauern. Hau die mal. So, oh, es wird um 3.30 Uhr schon hell. Ja, okay. Lauf, 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 lauf. Kann ich mich denn damit begnügen, die Basis zu zerstören? Nee, ne? Die da ist auch noch relativ nah dran. Ich sollte meine gesamte Energieproduktion... Ja, wohin packen? An das Ding da? Habe ich hier das Problem? Ja. Macht keinen Unterschied. Absolut keinen Unterschied. Hallo, Elder. Es sind nur 3 Spawner. Guck mal, wie viel Zeug hier rumhaust. Gut. Oh, Schilde. Ja, ja. Au. 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 Hey, du bist zu schnell. So.
Okay. Zu gierig werden, das gleich kaputt ist. Alles gut. Splitter auch verlangsamen. Einen Bogen ziehen. Und gewonnen. Jo. Und weg. Schöne Sache. Also zwei Spawner sind weg, es ist nur noch einer da. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich... Oh, überleben wäre schon gut. Ich muss jetzt eigentlich erstmal die Horde töten. Dann sind das so wenig Spawner, dass die nächste Gruppe wesentlich kleiner ist und ich das Ding knacken kann. Hat aber auch lange genug gedauert. Ich meine, das waren jetzt wie viel? Drei Anläufe oder so? Für eine Basis. Das war früher mal einfacher. Damals... Als meine Schrotflinte noch alles gewonnen hat. Nein, nicht in die Basis oben laufen. Wieder 25 Magazine verheißt. Also, bis jetzt. Ah, okay, die gehen schnell weg, das ist okay. Weg, 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 weg. Oh, es sind alles Berserker. Wow, wow, okay. das habe ich ein wenig unterschätzt. Ja, Schild bitte voll. Positives daran ist, das sind halt alles rote, ne? Also rote Edelsteine. Negatives ist, es dauert ewig zu knacken. Und sie könnten mich, wenn ich mal nicht aufpasse, töten. Schild ist voll. Komm schon. Schild ist voll. Weg. Nichts riskieren. Ich bin gleich einmal um See rum. Was zur Hölle? Ja, Forschung ist fertig. Erforscht man die besseren Batterien, weil ich glaube, das würde unsere Überlebenschancen nochmal ein wenig steigern. Gut. Sterben, sterben, sterben. Ich regeneriere schneller, als ich Schaden mache. Alles gut gewonnen. Ist echt so ein Tipping Point. Wenn ich den erstmal überschritten habe, dann ist alles gut. So Schaden, den sie machen und Schaden, den ich wegregenerieren kann. So, und jetzt schön F-Taste gedrückt halten und hier mal langlaufen, alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Dich, dich. Eigentlich bist du nicht so wichtig, weil du bist nur ein Big Biter. Also Big Spitter. Hier unten. Da sind noch ein paar. So. Oh, das ist die falsche Basis. Ja, bin doch recht weit gelaufen. Habe ich das Nachtsichtgerät erforscht? Ja, ich habe keinen Stahl dabei. Schade. Natürlich ist da gleich ein L dabei. Warum nicht? Na gut, kill ich trotzdem alle. Alle sterben. Nachdem euer Spawn-Tool ist. So. Schön viele Alien-Artefakte. Njam, 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 njam. Wie spät haben wir es? 11 Uhr. Also in 4,5 Stunden wird es wieder hell. Könnte ich fast hier in der Nähe bleiben und die Basis da so mal ein bisschen anscouten. Also gucken, ob Würmer da sind. Wenn ja, dann die Giftkapsel reinschmeißen. Wobei ich eigentlich... Ja, da sind definitiv Würmer. Splitter-Spawner, Splitter-Spawner. Ganz schwer zu erkennen hier. Biter-Spawner, Biter-Spawner.
sind nur 4. Aber ich habe nur noch 8 Slowdown-Dinger, das ist okay. Wie viele Alien-Artefakte? 185. Schön, schön. Gut, dann haben wir noch Mauerstücke. Ja, ordentlich welche dabei. Ja. So, das sollte ich jetzt schon fixen, sonst vergesse ich das später wieder. Doofe Bäume. Okay. Fertig. Wie viele von den Dingen hatte ich im Inventar gehabt? Müssten ja mindestens 5 Stacks oder so gewesen sein. Krass. Okay. Ja. Einfach mal zur Basis gucken, schauen, wie viel Stahl da ist, neue Slowdown-Kapsels bauen. Den Mining Drill MK3 würde ich eigentlich ganz gerne bauen. Braucht ihr den MK2? Er braucht den MK2. Wo zum Geier habe ich den MK2 hingetan? Unten bei dem Kupferfeld? Glaube schon, aber ich bin mir nicht sicher. Oh, ganz viel Stahl hier damit. Batterien sind fertig, okay. Kobalt brauchten wir noch. Für das Sniper-Ding. Ja, mach mal. Oder? Ja, mach mal. Genau, gib mir Stahl, Stahl, Stahl. Scheint sich zu häufen. Jo. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich glaube, ich brauche... Ja, Kohle habe ich auch noch. Ja, bau mir bitte 25 von den Dingern. Einfach mal so. Schnipp. Sehr schön. Also, Munition kann ich auf 100 reduzieren, weil... Ich schaffe es jetzt halt nicht, 2 Tage lang in der Wildnis umher zu cruisen und irgendwelche Minibasen zu zerstören, wie ich das vorher konnte. Da brauchte ich so viel Munition. Jetzt nicht mehr so wirklich. Du... Mach mal alles über 100. Ja, eigentlich sollte ich jetzt hier wirklich die Produktivitätsmodule reinpacken, auch wenn sie nur 5% bringen, aber es sind schon mal 5%. Das heißt, alle 20 Alien-Artefakte mache ich dann ein Alien-Artefakt äquivalent zu Liedertränken mehr. Das klingt echt mies. Es sind nicht mal 4%, es sind 2%. Und mehr Pollution und mehr Energie, was auch wieder mehr Pollution bedeutet. Und Schweineteuer. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, da nutze ich lieber die Ressourcen und die Alien-Packs, um das zu erforschen, um gleich die Science-Packs draus zu machen. No. Okay, das ist in Bau. Könnte ich übrigens auch mal bei einer Fabrik machen lassen. Hm, habe ich noch Fabriken auf Tasche? Ja. Mach dann mal hier hinten bitte eine Fabrik. Da, und die hätte gerne alles, was man braucht, um das da zu bauen. Das wäre Kohle, Stahl, grüne Chips und Zink. So, und Truhen. Euch kurz abbrechen. Dann wieder anschmeißen. Blau oben, rot unten, rein, raus, so, Kohle, Stahl und grüne Chips. 10 grüne Chips. Kohle ist nicht so wichtig und 10 Stahl. So, kriegst du auch von mir schon mal davon ein bisschen was, davon ein bisschen was. Davon, was du anfangen kannst zu arbeiten. Genau, dann stellst du mir das her und ich hätte gerne in meinem Inventar immer Slowdown-Capsules. Ich weiß nicht, wie viel die stacken, aber 50 reichen eigentlich. Eigentlich reichen 25 für einen so einen Angriffsversuch, wo wir dann so ein bisschen was kaputt hauen. Also nicht die ganze Basis knacken, sondern nur so einen Spawner weg und vielleicht ein, zwei Würmer.